Moin, Janis hier, und ich spiele gegen einen von euch im Zen-Mode. Am Ende löse ich auch gerne auf, wer es war. Derjenige wird seine Partie vielleicht auch wiedererkennen. Auch wenn ich immer mich erstaunt zeige, wenn ich höre, dass Magnus Carlsen oder die ganz Großen der Zunft einfach alle ihre Partien offensichtlich wiedergeben können, die in der Lage sind, dir genau zu sagen, wo die Stellung schon mal aufgetreten ist, wo sie das gesehen haben und wie sie sich dann daran orientiert haben oder so. Mit kompletter Zugfolge. Ich bin schon meistens damit überfordert, meine eigene Partie vollständig wiederzugeben, aber so erkennen ist nochmal was anderes als wiedergeben. Von daher glaube ich, dass derjenige, gegen den ich gerade spiele, seine Partie auch wiedererkennen würde. Und ihr könnt das ja alle gerne mal überprüfen und überlegen, ob ihr eure Partie hier erkennen würdet. Allerdings ist derjenige, der nicht im Zen-Mode, der weiß, dass er gegen mich gespielt hat oder gegen mich spielt. Hier auf B5 hätte ich ungern seine Dame stehen, auch weil ich den Läufer entwickeln will und dann immer dieser Doppelangriff hier auf den König und auf den Bauern gefährlich wird, der dann am Ende den Turm auch in Bedrängnis bringt. Vor allem in so einer Konstruktion, wo die Dame da hinten einschlägt. Den Springer mit der Idee, ihn vielleicht hier nach D4 zu bringen. Das scheint mir ein schöner Posten zu sein, auf dem der Springer auch vom Bauern gedeckt gut stünde. Mal schauen, ob wir dahin kommen. Das sieht erstmal gut aus. Er hat vielleicht noch Läufer E3 und das hat er vielleicht auch später dann, wenn der Springer da steht, relativ mächtig, um mich da wieder zu vertreiben. Aber was ist mit Springer nach B4? Hat immer die doppelte Idee, sowohl auf die Dame als auch eben auf diesen potenziell schwachen Bauern auf C2 zu gehen, der eben dann den Doppelangriff und die sogenannte Gabel auf König und Turm unterbringen könnte. Die Dame wird ein Feld oder zwei zurückgehen. Das ist dann immer ein bisschen stellungsabhängig und auch geschmacksabhängig, ob jemand eher ein aktiver, vorwärtsgewandter Spieler ist oder jemand, der auch mit einer ruhigen, passiven Stellung umgehen möchte. Vielleicht kann ich ihm so ein bisschen seine Rochade verleiden, zumindest die kurz gerichtete. Er greift meinen Springer an, aufpassen. Ah, dann bleibt nicht viel mehr, als wieder zurückzugehen. Doch wieder so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf D4 zu richten. Mal gucken. Würde ich mein Läuferpaar da aufgeben? Eher ungern. Von daher behalten wir es einfach mal. Zeitlich sind wir ungefähr auf einem Niveau. Ja. Behalten wir es einfach mal, sage ich, und spiele dann so einen Murks. Weil er kann natürlich immer noch schlagen und er kann jetzt hier meine Stellung am Königsflügel ganz schön in Frage stellen. Oh, die Gabel geht ja. Das geht ja, weil er gedeckt kommt. Na gut. Ist wie es ist. Leichten Zeitvorsprung habe ich, um mir mal ein bisschen Mut zuzusprechen. Ansonsten haben wir beide das Läuferpaar. Mein König steht hier zentral. Im Moment einigermaßen geschützt, aber das sind halt auch so Vorstöße wie C4, C5 zu erwarten. Hier wird es jetzt ein bisschen schwierig. Ich darf mich mit dem Läufer nicht einbauen lassen. Sacht und lässt sich annähernd einbauen, wird echt knapp. Er kann einmal schlagen, dann muss ich nach C4 komme da, ups, ja, ich wäre dann auf dem Turm drauf, also er kann nicht B3 spielen. Auf den Bauern muss ich natürlich aufpassen, obwohl er hier schlagen kann. Das ist wahrscheinlich nicht gut gewesen, das heißt, ich muss hier auf jeden Fall zuerst schlagen. Er hat noch 17 Sekunden. Machen wir es mal möglichst sicher.
So, hier kann ich aber schlagen. Alles gut. Vorerst alles gut. Ich verliere Material, ne? Ich verliere Material auf eine unangenehme Art und Weise. Das ist ja super blöd. Das muss ich hier Schach geben. Das ist wichtig, damit ich hier jetzt rauskomme, ohne dass er einen gemeinen Abzug hinkriegt. 22 Sekunden Rest. Schönes Feld für den Springer haben wir nicht. Dann daher. Hier das Matt abdecken. Ja, okay, das war jetzt too much. Vielen Dank für die Partie. Herzlichen Glückwunsch an Zen-Mod auflösen. Leonardo Pinguin. Immerhin auch ein erwartetes Ergebnis von der Spielstärke her. Trotzdem, schade, Partie war, glaube ich, gar nicht so schlecht bis kurz vor Schluss. Aber ja, er hat die Zeitnot besser überstanden und schlägt mich dann, glaube ich, am Ende auch verdient. Vielen Dank euch fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr dürft wie immer ein Abo dalassen, Daumen nach oben, dürft das Video weiterleiten, euch euren Freunden, es euren Freunden empfehlen, so rum. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, ciao.